Es ist das komplette Gegenprogramm. Helmut stroht Johann und sein Dampfboot. Der leise Sound der Dampfmaschine. Also die Sirene ist ja sehr, sehr laut. Ja, das gehört dazu, das soll es auch sein. Also man will auch vernehmlich sein mit dem. Ja, natürlich, dafür ist es noch gebaut. Aber das zeigt auch, was für ein Wumms die hat, ja, die richtig. Maschine. Wie viel PS hat die denn? Das kommt drauf an, das hängt ja auch von der Verdampfungsleistung des Kessels ab. Aber die ganze Anlage hat ungefähr so 7 bis 8 PS. Ich brauche aber maximal höchstens 5 PS. Ja. Um das Boot auf die Rumpfgeschwindigkeit zu bringen. Darüber hinaus ist Feierabend oder da ist jeglicher Geschwindigkeitszuwachs mit großem Energieaufwand erkauft. Handschuhe gehören dazu. Und noch dunstet es nur aus dem Schornstein. Es ist eine seiner letzten Fahrten mit der Vaporosa. Denn nach 26 Jahren auf dem selbstgebauten Boot ist Schluss. Stroht Johann wird 80 und hört auf. So lange fuhr er im Sommer fast täglich raus in die Au. Ein Boot fast wie aus dem Filmklassiker African Queen. Er liebt diesen Gegensatz zur Moderne und das Spiel zwischen David und Goliath. So sehen Schiffe heute aus, manche wie Wohnblocks. Klar, war das früher anders. Als die Goethe 2009 als letzte verdieselt wurde, protestierte Stroht Johann täglich am Anleger. Und heizte auf der Vaporosa weiter. Die kleine Dampfmaschine hatte er in einem Lager im amerikanischen Westen entdeckt. Diese etwas kauzige Erscheinung vor den Ufern von Rüdesheim, jetzt Geschichte. Stroht Johann hört auf. "26 Jahre fahre ich jetzt damit, aber aus Altersgründen, ich merke, man soll seine Physis nicht überfordern, sonst liegt man plötzlich auf der Nase und der Arzt sagt, das hättest du dir doch denken können. Es ist ein trauriger Abschied, aber es ist die einzig richtige Entscheidung." Und die Vaporosa, was wird aus der? Der hat im Rheingau sich noch niemand gemeldet, dass er sagt, da hätte ich Interesse dran, dann könnte ich den Mann anlernen. Er würde sich ins gemachte Nest setzen können. Ja. Sie waren eine so wundersame Erscheinung. Er und sein Dampfboot in der Touristenhochburg Rüdesheim. Vielleicht übernimmt ja einer das Boot. Die Charakterfigur seines kauzigen Besitzers ist nicht zu ersetzen.